Gott versucht auf vielerlei Weise, sich uns erkennen zu geben und eine Beziehung zu uns aufzubauen. Ständig spricht die Natur zu unseren Sinnen. Ein offenes Herz wird beeindruckt sein von der Liebe und Herrlichkeit Gottes, die sich in den Werken seiner Hände offenbart. Ein offenes Ohr kann hören und verstehen, was Gott uns durch die Natur sagen will. Die grünen Felder, die hoch aufragenden Bäume, die Knospen und Blüten, die ziehenden Wolken, der fallende Regen, der murmelnde Bach, der herrliche Himmel. Sie alle sprechen zu unserem Herzen und laden uns ein, mit ihm vertraut zu werden, der sie alle gemacht hat. Unser Heiland verknüpfte seine kostbaren Lehren mit den Dingen der Natur. Die Bäume, die Vögel, die Blumen in den Tälern, die Hügel, die Seen, der wunderschöne Himmel und auch die Ereignisse und Umstände des täglichen Lebens, sie alle verband er mit den Worten der Wahrheit, damit wir uns seine Lehren immer wieder ins Gedächtnis rufen können, sogar inmitten der Geschäftigkeit und Sorgen unseres arbeitsamen Lebens. Gott möchte, dass seine Kinder seine Werke wertschätzen und sich an der schlichten, stillen Schönheit erfreuen, mit der er unser irdisches Heim geschmückt hat. Er liebt das Schöne. Und mehr noch als alles äußerlich Anziehende liebt er die Schönheit des Charakters. Er möchte, dass wir Reinheit und Schlichtheit pflegen, wie die Blumen in ihrer stillen Anmut. Wir brauchen nur hinzuhören. Dann erteilt uns Gottes Schöpfung kostbare Lektionen in Gehorsam und Vertrauen. Von den Sternen, die Jahrhundert für Jahrhundert auf ihren spurlosen Bahnen durch das Weltall ihrem festen Weg folgen, bis hin zum winzigsten Atom, gehorcht die ganze Natur dem Willen des Schöpfers. Gott sorgt für alles und erhält alles, was er geschaffen hat. Er, der die unzählbaren Welten durch alle Ewigkeit hindurch bewahrt, sorgt gleichzeitig für die Bedürfnisse des kleinen braunen Spatzen, der furchtlos sein bescheidenes Lied singt. Wenn die Menschen an ihre tägliche Arbeit gehen oder beten, wenn sie sich am Abend niederlegen und am Morgen aufstehen, wenn der Reiche in seinem Palast feiert und der Arme seine Kinder um den kärglich gedeckten Tisch versammelt, hält der himmlische Vater liebevoll über jeden Wacht. Es gibt keine Träne, die Gott nicht bemerkt, kein Lächeln, das ihm entgeht. Würden wir das doch nur von ganzem Herzen glauben, dann würden wir von all den unnötigen Ängsten frei werden. Unser Leben wäre nicht so voll von Enttäuschungen, denn alles, Großes wie Kleines, würden wir Gottes Händen anvertrauen. Ihm, den die Zahl der Sorgen nicht verwirrt, den ihre Last nicht erdrückt. Wir könnten dann einen inneren Frieden genießen, den viele kaum noch kennen. Wenn du die überwältigende Schönheit der Erde auf dich wirken lässt, dann denk an die kommende Welt, die den Fluch von Sünde und Tod niemals kennen wird, wo die Natur nie wieder den Schatten des Fluches tragen wird. Stell dir die zukünftige Heimat der Erlösten vor und denk daran, dass es noch viel herrlicher werden wird, als du es dir in deinen kühnsten Vorstellungen ausmalen kannst. In der Vielfalt der Natur sehen wir nur einen ganz schwachen Schimmer von Gottes Herrlichkeit. Es steht geschrieben, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Gott spricht zu uns durch die Fügung von Umständen und durch den Einfluss seines Geistes auf unser Herz. Aus unseren Lebensumständen und unserer Umgebung, den Veränderungen, die täglich um uns stattfinden, können wir Wertvolles lernen, wenn unsere Herzen nur dafür offen sind. Der Psalmist sagt über Gottes Vorsehung, die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Wer weise ist, wird dies beachten, und er wird die Gnadenerweise des Herrn verstehen. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Hier werden uns sein Wesen, sein Umgang mit den Menschen und das große Erlösungswerk noch klarer offenbart. Hier wird uns die Geschichte der Patriarchen und Propheten
und anderer heiliger Männer in alter Zeit eröffnet. Sie waren Menschen, schwach wie wir. Wir lesen, wie sie sich durch die gleichen Enttäuschungen kämpften wie wir, wie sie der Versuchung erlagen wie wir und sich doch wieder ein Herz fassten und durch Gottes Gnade überwanden. Wenn wir das sehen, werden wir in unserem Streben nach Gerechtigkeit ermutigt. Füll dein ganzes Herz mit Gottes Worten. Sie sind das lebendige Wasser, das deinen Durst stillt. Sie sind das lebendige Brot vom Himmel. Jesus sagt, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Und er erklärt es so, die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Unser Körper wird von dem aufgebaut, was wir essen und trinken. Im geistlichen Leben ist es nicht anders. Die Gedanken, mit denen wir uns beschäftigen, verleihen unserem Geist Spannkraft und Stärke. Die unendliche Barmherzigkeit und Liebe Jesu, das Opfer, das für uns gebracht wurde, verlangen nach unseren ernstlichsten und ehrfürchtigsten Gedanken. Lassen wir das Wesen unseres lieben Heilands und Fürsprechers auf uns wirken. Sinnen wir über seine Mission nach, über ihn, der kam, um sein Volk von ihren Sünden zu erlösen. Wenn wir so über die himmlischen Dinge nachdenken, werden unser Glaube und unsere Liebe wachsen. Unsere Gebete werden für Gott immer angenehmer, denn sie werden mehr und mehr mit Glauben und Liebe vermischt sein. Sie werden verständig und inbrünstig sein. Wir werden beständiger auf Jesus vertrauen und jeden Tag deutlich erleben, wie seine Kraft alle vollkommen erretten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Wenn wir über unseren vollkommenen Heiland nachsinnen, werden wir uns wünschen, völlig zu seinem reinen Ebenbild verwandelt und wiederhergestellt zu werden. Wir werden danach hungern und dürsten, so zu werden wie er, den wir innig lieben und verehren. Je mehr unsere Gedanken bei Christus sind, desto mehr werden wir mit anderen über ihn sprechen und ihn der Welt darstellen. Die Bibel wurde nicht nur für Gelehrte geschrieben. Ganz im Gegenteil, sie ist für die einfachen Leute bestimmt. Die großen, für die Erlösung notwendigen Wahrheiten sind kristallklar dargelegt. Niemand wird sie missverstehen oder vom Weg abkommen, es sei denn, er folgt seinem eigenen Urteilsvermögen anstatt dem deutlich offenbarten Willen Gottes. Wir sollten nicht darauf hören, was Menschen über die Lehren der Schrift sagen, sondern Gottes Wort selbst studieren. Wenn wir andere für uns denken lassen, werden unsere Kräfte verkümmern und unsere Fähigkeiten abnehmen. Wenn wir nicht genügend über wirklich Nachdenkenswertes nachsinnen, können die höheren Geisteskräfte so verkümmern, dass wir nicht mehr fähig sind, die tiefe Bedeutung von Gottes Wort zu erfassen. Dagegen weitet sich der Geist, wenn man der Beziehung der biblischen Themen zueinander nachspürt, indem man Bibelvers mit Bibelvers und Geistliches mit Geistlichem vergleicht. Nichts stärkt den Geist mehr als Bibelstudium. Kein anderes Buch hat solch eine Kraft, die Gedanken zu erheben und die Fähigkeiten zu beleben, als die weitreichenden, erhebenden Wahrheiten der Bibel. Würden die Menschen Gottes Wort studieren, wie sie sollten, dann besäßen sie eine Geistestiefe, einen edlen Charakter und eine Zielstrebigkeit, die man heutzutage nur selten findet. Doch man gewinnt nur wenig, wenn man die Schrift eilig liest. Man kann die ganze Bibel durchlesen und dabei nichts von ihrer Schönheit sehen und von ihrer tiefen, verborgenen Bedeutung erfassen. Es hat mehr Wert, einen Abschnitt so lange zu studieren, bis die Bedeutung klar und seine Beziehung zum Heilsplan offensichtlich ist, als viele Kapitel durchzulesen, ohne dabei ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben und eine klare Weisung zu erhalten. Weisheit können wir nicht ohne gewissenhafte Aufmerksamkeit und ohne Studium und Gebet erlangen. Manche Bibelstellen sind tatsächlich so leicht verständlich, dass man sie nicht missverstehen kann. Doch bei anderen liegt die Bedeutung nicht gleich an der Oberfläche und man kann sie auf den ersten Blick nicht erkennen. Ein Vers muss mit dem anderen verglichen werden.
Wir müssen sorgfältig forschen und unter Gebet nachdenken. Solch ein Studium wird reich belohnt. So wie der Bergmann unter der Erdoberfläche Edelmetalladern entdeckt, wird auch jeder, der Gottes Wort beharrlich, wie nach einem verborgenen Schatz durchsucht, wertvollste Wahrheiten finden, die dem Blick des nachlässig Suchenden verborgen bleiben. Die inspirierten Worte, über die man im Herzen nachsinnt, werden wie Wasserströme sein, die der Quelle des Lebens entspringen. Studiere die Bibel niemals ohne Gebet. Bitte um Erleuchtung durch den Heiligen Geist, bevor du ihre Seiten öffnest. Dann wird sie dir gegeben. Als Nathanael zu Jesus kam, rief der Heiland aus: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael fragte: Woher kennst du mich? Und Jesus antwortete: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Jesus wird auch uns an den verborgenen Gebetsorten sehen, wenn wir ihn um Licht bitten, um zu erkennen, was Wahrheit ist. Engel aus der Welt des Lichts werden bei denen sein, die mit demütigem Herzen nach göttlicher Führung suchen. Der Heilige Geist erhöht und verherrlicht den Heiland. Er hat die Aufgabe, Christus darzustellen, die Reinheit seines Wesens und die wunderbare Erlösung, die wir durch ihn haben. Jesus sagt: Von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Der Geist der Wahrheit ist der Einzige, der die göttliche Wahrheit wirkungsvoll lehren kann. Wie wertvoll müssen Menschen für Gott sein, dass er seinen Sohn gab, um für sie zu sterben, und dass er seinen Geist dazu beruft, die Menschen zu lehren und beständig zu führen.